Sie machen sich halt lächerlich. Es tut mir leid, sie machen sich halt lächerlich damit. Hätte man das ändern müssen? Nein. Moin Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns einmal ganz kurz an, was jetzt alles neu ist. Als allererstes, wir sehen im Shop, sind wieder diese Skins von diesen Tanz-Koreanern. Mann, ich mache mich immer lächerlich hier. Und die sind gerade alle im Shop, könnt ihr euch holen. Kosten pro Skin fucking 25 Euro. Ich hatte Geld übrig, okay. Dazu gibt es ein kleines formelles Kleidungspaket. Ich denke mal, Hanzo-Skin und Tracer-Skin sind jetzt nicht so geil. Ich muss sogar ehrlich sagen, der von Mercy ist halt echt eine coole Frisur. Cooler Skin. Haben sie sich echt Mühe gegeben. Für Mercy Mains bestimmt wieder mal was. Ja, sonst wurde aber nicht unbedingt viel geändert. Wir gehen nämlich einfach nur ganz kurz auf ja, die Buffs und Nerfs ein. Und das wird auch ganz kurz da dauern. Und dann sage ich euch auch nochmal ganz kurz, wie die ganzen Charakter momentan auch alle stehen. Wir werden uns nämlich kurz noch anschauen, wie alle Charakter momentan sind. Ja, wir gucken uns erstmal Winston. Ihr seht, die Tesla-Kanone macht halt weniger Schaden pro Sekunde. Die hat vorher 75 gemacht, jetzt macht sie nur noch 70 Schaden pro Sekunde. Ist komplett relatable. Winston war viel zu OP die letzten Tage, aber dass die D.Va nicht verändert haben, verstehe ich immer noch nicht. Ja, dann haben wir noch das gleiche einmal für Ashe. Ja, dass sie pro Schuss ein bisschen länger braucht. Statt 0,2 Sekunden, 0,25 Sekunden. Oder nee, warte mal, das geht für die Schüsse. Tut mir leid, das geht für die Schüsse. Und was bei den Schüssen dann auch noch besonders ist, ist, dass sie einfach, ja, weniger Schaden machen. Sie machen jetzt nämlich nur 40, haben sie vorher gemacht, jetzt machen sie 35 und das ist completely fine. Damage over time vom Virus ist nicht mehr so hoch. Der war vorher bei 90, jetzt ist er bei 75. Das haben sie einfach nur reversed, das war vorher anscheinend zu gut. Und Juno wurde auch absolut deserved gebufft. Als erstes schießt sie jetzt wieder ein bisschen schneller, 14,3 war die Fire Rate vorher, jetzt ist sie 15,5. Und ja, Damage und Healing wurde aber dafür ein bisschen reduced. Aber im Endeffekt macht sie jetzt mehr damit. Also im Endeffekt ist es höher, wenn ihr alle Schüsse trifft. Oder trefft. Ja, und das ist auf jeden Fall alles erstmal zu den neuen Patch Notes. Ich kann euch direkt einmal ein kleines Meta-Update auch noch geben. Für die Leute, die es interessiert. Dive ist immer noch fucking OP. Besonders D.Va und Winston. Ich glaube, selbst Winston nach dem Buff oder Nerf wird jetzt halt keinen Unterschied für ihn machen. Wer natürlich nicht so oder wer auch sehr, sehr gut dabei ist, ist Ramattra, weil er sehr, sehr gut mit den ganzen neuen Charaktern kombiniert. Ja, aber die üblichen Verdächtigen. Ja, Sigma rutscht gerade tatsächlich ein bisschen runter, es geht wieder. Aber wie gesagt, Dive ist bei den Tank gerade momentan sehr, sehr OP. Wir haben dann natürlich auch noch die Damage-Dealer und bei den Damage-Dealern, Ashe wird von Zeit zu Zeit nicht mehr so viable. Ja, Tracer immer noch mit Abstand auf Platz 1. Auch Sombra momentan sehr, sehr gut gewesen. Der Nerf, ich weiß nicht, ob es das war, aber sie passt halt einfach perfekt in die Meta rein. Also auch hier die Diver ein bisschen besser, aber wobei die Poker halt einfach immer noch immer diese Meta haben, egal wo man spielt, weil man einfach so viel Damage mit dem machen kann und besonders Ashe. Ich denke, sie wird es nicht so hart treffen, wie ich es jetzt vielleicht denke. Und was auch noch sehr interessant ist bei den Heilern, sehen wir halt natürlich, ja, Lifeweaver ist nicht so weit oben, ist halt einfach. Der Charakter ist noch nie so krank viable gewesen und wird es wahrscheinlich auch nicht in so einer Meta sein, besonders in einer Dive-Meta, wenn er ein Charakter ist, der nicht mitdiven kann, wenn man so sagen will. Juno ist ganz okay dafür, sie ist jetzt ein bisschen besser geworden, sie war am Anfang extrem scheiße, aber jetzt inzwischen besser. Lucio natürlich mit Kiriko und sie ist immer noch ganz, ganz weit oben. Man sieht es auch häufiger Brick. Zenyatta kann von der Dive kommt das Nonplusultra sein. Wenn man koordiniert ist, aber ja, Mercy, Moira müssen wir nicht drüber reden, obwohl bei Moira immer noch ganz okay ist. Mercy ist momentan echt gar nicht gut. Ja, das war das kleine Meta-Update oder kleines an sich Overwatch-Update. Was sagt ihr dazu? Jetzt demnächst kommt auch mein Black Ops-Video zu der Beta. Haut rein. Ciao.